Was ist eine Bestellung? Fragezeichen. Nun, eine Bestellung ist eine rechtsverbindliche Erklärung. Ja, das sollte man sich vielleicht merken. Im Gegensatz dazu steht die Anfrage. Ja, die Anfrage ist einfach nur eine Frage und die Anfrage ist rechtsunverbindlich. Aber die Bestellung, das hat ein anderes Kaliber. Die Bestellung ist rechtsverbindlich, eine rechtsverbindliche Erklärung, die sich bezieht darauf, dass man eine bestimmte Ware kaufen will, Kauf einer bestimmten Ware, und zwar zu den Bedingungen, die angegeben wurden. Ja, also zu den gegebenen Bedingungen. Ja, vor allem Preis natürlich und so weiter. Diese Bestellung ist formfrei. Online gibt es natürlich dafür Bestellformulare, aber es gibt hier keine Rechtsvorschrift, dass eine Bestellung so oder so zu erfolgen hat. Nur aus Vereinfachungsgründen macht man Formulare. Ja, das bietet sich einfach an, damit nichts vergessen wird zum Beispiel. Es vereinfacht die Sache. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.